Hey, willkommen zurück am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Ex-Freundin zurückbekommen kannst. Im ersten Teil des Videos zeige ich dir, worauf du achten musst, was du zuerst herausfinden solltest. Dann gebe ich dir den Plan mit dem du deine Ex-Freundin zurückgewinnen kannst. Und am Ende des Videos will ich dann noch kurz darüber diskutieren, ob es Sinn macht, deine Ex-Freundin zurückzubekommen und was ich generell davon denke. Deswegen lass uns loslegen mit dem Video. Also zuallererst müssen wir mal erklären, warum seid ihr getrennt? Hast du sie verlassen? Hat sie dich verlassen? Denn das macht natürlich einen riesigen Unterschied. Dieses Video ist mehr für Männer gedacht, die von ihrer Ex verlassen wurden. Wenn du deine Ex aktiv verlassen hast, dann musst du ja im Grunde nicht mehr besonders viel machen, außer wieder auf sie zuzugehen, mit ihr zu reden, die Probleme, die entstanden sind, zu klären und dann wahrscheinlich wieder in einer Beziehung mit ihr zu landen, denn du hast ja sie verlassen und in den meisten Fällen möchte sie wahrscheinlich wieder mit dir zusammen sein. Trotzdem können diese Tipps aus dem Video hilfreich für dich sein, werden aber hauptsächlich auf den Fall anwendbar sein, wenn du von deiner Ex verlassen wurdest, was auf die meisten Männer zutrifft, die auf Ex-Zurück-Videos stoßen. Bevor ich dir jetzt den Plan mitgebe, wie du deine Ex-Freundin zurückgewinnen kannst, müssen wir zuerst verstehen, wie du sie denn wahrscheinlich verloren hast. Und da musst du ein Konzept verstehen, nämlich das Konzept Männlichkeit und Weiblichkeit. Ist eigentlich ein relativ einfaches Konzept und das zu verstehen ist ganz wichtig. Also eine Frau wird natürlich von einem Mann angezogen und ein Mann wird von einer Frau angezogen. So wie ein Magnet plus Pol von einem Magnet minus Pol angezogen wird. Anziehung. Lebendige Anziehung in der Beziehung hält die Beziehung aufrecht. Wenn keine Anziehung mehr da ist, dann seid ihr sowas wie Freunde, Mitbewohner etc. Das hast du vielleicht schon mal bei Paaren beobachtet, die du vielleicht im Umfeld deiner Eltern beobachten kannst oder vielleicht sogar bei deinen Eltern selbst, dass sie unter Umständen eher in so einer Art Mitbewohnerbeziehung leben. Also da ist keine aktive Leidenschaft mehr, da ist keine große, wir küssen uns, wir necken uns ein bisschen, das sind Sachen, die sind nicht mehr da, was daran liegt, dass die Anziehung verloren gegangen ist. Und solche Partner sind dann zum Beispiel oft zusammen, eben wegen der Kinder oder wegen anderen Dingen. Wichtig hier erstmal zu verstehen, Anziehung ist der entscheidende Klebstoff, der diese Beziehung zusammenhält. So, und Anziehung entsteht, wenn eine Frau und ein Mann aufeinander trifft. Was jetzt in vielen Beziehungen passiert und was sicherlich auch bei dir passiert ist, wenn du jetzt dieses Video schaust, was auch in meinen Beziehungen passiert ist, ist, dass die Rollen sich verändert haben. Am Anfang der Beziehung war ich sehr, ich nehme jetzt mal meine Beziehung als Beispiel, war ich sehr in meiner maskulin-männlichen Seite. Was bedeutet das? Maskuline männliche Seite bedeutet, dass ich meine Ziele verfolgt habe, Interessen, Hobbys im Leben hatte und das war wichtig für mich. Ich habe auf meine Ziele zugesteuert, beruflich gesehen, sportlich gesehen, leidenschaftsmäßig gesehen. Mit meinen Freunden habe ich mich um meine Ziele und um mein Leben, meine Vision und meine Mission gekümmert. Das ist der männliche Kern, die männliche Seite. Jetzt haben wir hier die weibliche Seite und die weibliche Seite hat den Fokus eher auf die Liebe und die Beziehung an sich. Und das wirst du sicherlich schon mal festgestellt haben, wenn eine Beziehung beginnt, dann ist meistens die Frau mehr fokussiert auf alles, was mit der Beziehung zu tun hat und du etwas weniger. Das nenne ich die 60-40-Verteilung. Die Frau ist 60% investiert in die Beziehung und du zu 40%. Du kümmerst dich nämlich nebenbei noch um deine Ziele und darum, was du in deinem Leben verwirklichen möchtest. Und dieses um seine Ziele kümmern und verwirklichen im Leben ist das, was dich attraktiv für die Frau macht. Das ist das, was dich zum Mann macht, der attraktiv für die Frau ist. Und die Frau muss Frau bleiben, indem sie etwas mehr sich um die Beziehung kümmert und sich mehr Gedanken um die Beziehung macht als du. Was nicht heißt, dass du dir gar keine Gedanken um die Beziehung machen sollst. Natürlich musst du deine Beziehung auch führen, aber du darfst eben nicht diese anderen Aspekte aus den Augen verlieren, nämlich deine Ziele, Mission und Vision im Leben, was auch immer das sein kann. Ja, Job, Sport, bei deinen Hobbys, mit deinen Freunden, was auch immer. Und du kennst das sicherlich, dass wenn manche Männer in eine Beziehung kommen, sie dann auf einmal nicht mehr erreichbar sind und nur noch Zeit mit der Freundin verbringen. Und dann sind natürlich die männlichen Freunde sauer auf diese Männer, ist ja ganz klar. Und dann ein paar Monate später ist es irgendwie wieder vorbei und dann kommen die Männer wieder zurück und kommen dann wieder an bei den Freunden. Ja, da ist genau das passiert. Ja, sie haben diese Beziehung gestartet und am Anfang waren sie noch in ihrer männlichen Rolle, deswegen fand die Frau sie ja anziehend. Also an irgendeinem Punkt warst du in der männlichen Rolle und sie in der weiblichen, weil sonst wäre niemals Anziehung entstanden. Diese Anziehung hat euch zusammenkommen lassen. Und dann hast du in der Beziehung diese Polarität, diese Anziehung verloren, indem du aus deiner männlichen Seite rausgegangen bist. Und was dann passiert ist, und das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, dass die Frau in die männliche Seite geht und du eher in die weibliche oder auf die neutrale Seite. Wenn die Frau in die männliche Seite geht, dann fängt sie auf einmal an, sich weniger um die Beziehung zu kümmern, sich dafür weniger zu interessieren und sich mehr auf ihre Ziele zu fokussieren.
Ich habe das Ganze auch in meiner Beziehung erlebt, wo es einfach so einen Breaking Point gab, so einen Punkt, nachdem die Frau sich anders verhalten hat mir gegenüber. Und ich bin mir sicher, wenn du einige Beziehungen hattest, kennst du das auch. Das ist so wie ein Fingerschnips, als wäre ein Schalter umgelegt gewesen und plötzlich ist die Frau viel kälter, viel weniger interessiert und du bist komplett schockiert und denkst dir, was läuft hier falsch, was ist hier passiert? Und dann kommen klassische Dating-Tipps oder klassische Beziehungstipps, die dir sagen, jetzt kümmere dich mal mehr um die Frau, geh auf ihre Bedürfnisse ein, kümmere dich mehr um die Beziehung, arbeite an der Beziehung. Aber das ist leider nicht das, was funktioniert, weil wenn du jetzt mehr an der Beziehung arbeitest, dann gehst du noch mehr in die weibliche Seite. Erinnere dich, die weibliche Seite kümmert sich um die Beziehung und um die Liebe in der Beziehung. Gehst du noch mehr an die weibliche Seite. Deine Partnerin muss dann in ihre männliche Seite gehen, sich mehr um die Ziele kümmern, weil sonst gibt es ja keinen Mann mehr in der Beziehung. Ja, es kann hier noch Anziehung entstehen, denn da ist ja wieder eine männliche und eine weibliche Seite, aber es ist natürlich, und das muss ich dir nicht erklären, es passt nicht. Denn du fühlst dich nicht wohl in deiner weiblichen Seite und sie fühlt sich nicht wohl in ihrer männlichen Seite. Deswegen passt das einfach nicht. Das ist keine ordentliche und gute Anziehung. Du bist bedürftig und möchtest unbedingt, dass die Beziehung funktioniert und sie ist ein bisschen angenervt und sucht so ein bisschen Abstand und Freiheit von dir. Ja? Also die Rollen wurden getauscht und das auf ungute Art und Weise. Das ist nicht das, was du erreichen willst und das ist wahrscheinlich der Grund, warum deine Beziehung zu Ende gegangen ist. Und Zeichen, an denen du das erkennen kannst, habe ich eben schon mal genannt, sind zum Beispiel, dass du das Gefühl hast, ab irgendeinem Punkt war die Frau auf einmal anders. Die Frau ist kühler, die Frau ist weniger interessiert und ich bin auf einmal mehr interessiert an der Beziehung. Und das war ganz witzig, bei meiner ersten Freundin war das so, dass alle immer gesagt haben, hey, Tim wird irgendwann Schluss machen. Ja, Tim wird irgendwann mit der Schluss machen, da bin ich mir ganz sicher. Also die Leute hatten also das Gefühl, meine Freundin ist viel mehr investiert in die Beziehung als ich. Und in dieser Zeit lief die Beziehung auch super. So, und dann kam dieser Switch, der daher kam, dass ich mich halt weniger, also ich habe immer mehr die Freundin gesehen, habe immer mehr einfach die getroffen, statt auch an meine Grenzen zu gehen, mir Ziele zu setzen, weil sich Ziele zu setzen als Mann und an seine Grenzen zu gehen, also seiner Mission auch zu folgen im Leben, das ist natürlich schwieriger. Sich einfach mit der Frau zu Hause hinzusetzen und Kartoffelchips zu essen und einen gemütlichen Abend zu haben, ist einfacher. Ja, rauszugehen und mit Frauen zu flirten, ist schwieriger. Zu Hause zu sein und mit der Frau zu schlafen, mit der du sowieso die ganze Zeit schlafen kannst, ist einfacher. So, und so werden Männer mit der Zeit bequem und lassen ihre Ziele und ihren Drive, also ihr inneres Feuer, immer mehr ausgehen. Und dann nähern sich diese beiden Pole an. Du bist weniger Mann. Und sie kann weniger Frau sein, weil du weniger Mann bist. Und schon seid ihr hier in der Mitte. Und dann verteilt sich das vielleicht auf die anderen Seiten, so wie ich das eben erklärt habe. Also ich habe zu dem Zeitpunkt also so ein bisschen diese Sachen außer Acht gelassen und habe mich sehr, einfach viel Zeit mit meiner Freundin verbracht, habe auch gerne Zeit mit meiner Freundin verbracht und daran ist auch erstmal nichts falsch. Habe mich aber nicht um meine Ziele und meine Mission gekümmert. Kannte das zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht, aber habe mich auch nicht darum gekümmert, mir Ziele zu setzen als Mann. Und dann kam dieser Switchpoint und daran kannst du erkennen, dass es genau das ist, was ich gerade beschrieben habe. Wenn du diesen Switchpoint kennst, wenn du bei dir gerade feststellst, okay, früher am Anfang der Beziehung war ich wirklich nicht so intensiv in diese Beziehung investiert, aber jetzt bin ich es wirklich. Jetzt will ich, dass das funktioniert. Jetzt kümmere ich mich da mehr darum. Jetzt mache ich mir ganz oft Gedanken darum, wo ich mir früher am Anfang der Beziehung kaum Gedanken gemacht habe. Und die Frau hat sich am Anfang der Beziehung viele Gedanken gemacht. Aber das ist in Ordnung, denn das sind die natürlichen Dinge. Die Frau macht sich viele Gedanken um die Beziehung. Das ist die feminine Seite. Und du hast eher den Fokus auf deine Mission und dein Ziel gelegt, die männliche Seite. So, und jetzt kommen wir auch schon zur Lösung, die ja eigentlich relativ klar ist, wie du deine Ex-Freundin zurückbekommen kannst. Also wir gehen davon aus, dass diese Balance außer Gleichgewicht geraten ist. Ja, dass die Seiten sich getauscht haben. So, und das Erste, was du jetzt brauchst, ist Abstand zu dieser Frau. Du hast dich hier bereits von ihr getrennt. Toll, es gibt bereits Abstand. Das heißt, ich würde eine 30 bis 45 Tage Ruheregel dir empfehlen. Also einfach eine Zeit, in der du wirklich keinen Kontakt zu deiner Ex-Freundin hast, sondern erstmal den Kontakt komplett abbrichst und nicht mit ihr schreibst, nicht mit ihr telefonierst etc. Weil das kann einfach dazu führen, dass du Rückfälle hast, dass du nicht so ganz dich erstmal davon ablösen kannst und das ist schlecht. Denn in diesen 30 bis 45 Tagen, die ich dir empfehle, keinen Kontakt mit deiner Ex-Freundin zu haben, solltest du dich optimalerweise darum kümmern, dein Leben wieder auf die Spur zu bringen. Heißt, setz dir neue Ziele, schau dir deine Lebensbereiche an, Finanzen, das Spirituelle, Freunde, Familie, der Job, Hobbys. Schau dir all diese Bereiche an und überleg dir, hey, was ist überhaupt in diesen Bereichen? Was sind meine Ziele in diesen Bereichen? Was möchte ich erreichen in meinem Leben als Mann? Was ist meine Mission? Was bringt die Leidenschaft in mir hervor? Ja, wofür brenne ich als Mann? Außer, also abgesehen von der Frau und der Beziehung. Ja, du wirst wahrscheinlich bei der Trennung, da sitzen und denken, oh nein, das war die eine. Und nein, das ist das Wichtigste für mich momentan. Davon muss dein Fokus weggehen.
Du musst wieder anfangen, dein Leben zu gestalten. Dein Leben muss geil sein, auch ohne deine Freundin. Denn so war es auch am Anfang. Dein Leben war geil, auch ohne deine Freundin. Und das fand sie enorm anziehend. Ihr seid zusammengekommen und dann hast du dein Leben schleifen lassen und jetzt ist dein Leben nur noch geil gewesen wegen ihr. Das hat sie gemerkt und dann ist dieser Switch gekommen, von dem ich erzählt habe, und das Ganze war vorbei. Und es ist jetzt deine Aufgabe, in diesen 30 bis 45 Tagen Kontaktverbot dein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Vielleicht brauchst du länger, dann nimm dir mehr Zeit und mach vielleicht 60 Tage Kontaktverbot und danach kannst du wieder Kontakt mit deiner Ex-Freundin aufnehmen. In den meisten Fällen nimmt auch die Ex-Freundin in der Zeit nochmal Kontakt zu dir auf. Bleib erstmal dabei, sag erstmal, hey, ich brauche ein bisschen Zeit für mich, ich muss ein paar Dinge für mich klären und kümmere dich um dein eigenes Leben. Ruf deine Freunde an oder nimm was mit deinen Freunden. Stellt euch gegenseitig Herausforderungen. Unterhaltet euch über eure Ziele, tauscht euch aus, stellt euch gegenseitig Ziele. Hey, das ist diese Woche das Ziel für dich, das ist diese Woche das Ziel für dich. Die Herausforderung stelle ich dir und die stelle ich dir. Stärke mal wieder so ein bisschen deine männliche Seite, ja, deinen Kern, deine Vision, Mission, die Zielseite, okay? Und wenn du das für ein, zwei Monate gemacht hast, dann hast du wieder die Stärke, in die Beziehung zurückzugehen. Dann kannst du deine Ex-Freundin wieder kontaktieren und kannst schauen, dass du wieder in Kontakt mit ihr kommst und ihr vielleicht nochmal trefft, nochmal einen Kaffee trinken geht, damit sie sehen kann, dass du wieder der attraktive Mann bist, der du ja am Anfang vor der Beziehung beim Kennenlernen auch warst. Das heißt, es geht darum, wieder an den Punkt zu kommen, an dem du warst, bevor ihr zusammengekommen seid, denn dort warst du attraktiv für sie. Das heißt, an diesem Punkt wirst du auch wieder attraktiv für sie sein. Was viele Männer falsch machen ist, dass sie sich nicht um ihr eigenes Leben kümmern und dann immer wieder versuchen, mit der Frau Kontakt aufzunehmen und vielleicht trifft sich die Frau sogar mit denen und dann gehen sie mit der wieder ein Eis essen, aber die Themen sind noch gar nicht geklärt. Die sind immer noch auf ihrer weiblichen Seite, die haben sich immer noch nicht um diese männlichen Aspekte gekümmert und natürlich funktioniert dann nichts. Dann sagt die Frau sowas wie, ah, ich weiß auch nicht, ich bin echt momentan sehr verwirrt, aber ich kann da momentan irgendwie keine Entscheidung treffen, ich weiß gerade auch nicht so genau, ich brauche einfach ein bisschen Zeit. Und du denkst dir, warum, aber ich liebe dich doch, das ist doch so einfach, lass uns einfach wieder zusammen sein, dann sind wir beide glücklich, das ist genau das, was wir wollen. Und da an solchen Aussagen merkst du halt, sie ist noch in der männlichen Seite, du bist noch in deiner weiblichen Seite. Du musst dich nach einer Trennung darum kümmern, wieder in deine männliche Seite zu kommen. Kümmere dich um deine Ziele, setz dir Ziele, kümmere dich um dein Leben, um deine Lebensbereiche. Tausch dich mit Freunden aus, krieg ehrliches Feedback von deinen Freunden. Lass dir von deinen Freunden sagen, wie du dich momentan verhältst. Freunde werden es dir sagen, wenn du dich wie eine Pussy verhältst. Und dann kannst du dieses Verhalten angleichen. Und wenn du das geschafft hast, wenn du das Gefühl hast, ich bin in meinem eigenen Leben ohne Frau wieder auf dem Sattel, ich sitze wieder im Sattel, dann kannst du auf deine Ex-Freundin zurückgehen, kannst dich nochmal mit ihr treffen und sagen, hey, lass uns mal einen Kaffee trinken, gucken, was so in letzter Zeit passiert ist. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Anziehung wieder da ist, die verloren gegangen ist. Und dann kann die Beziehung wieder beginnen, beziehungsweise eine ganz neue Beziehung beginnen, weil natürlich macht man nicht die gleiche Beziehung wie von vorher, also man führt nicht die gleiche Beziehung fort, sondern es hat sich ja etwas verändert, sie hat sich bestimmt auch verändert und dann hättet ihr wahrscheinlich eine neue Art der Beziehung, die unter Umständen sogar besser ist als die alte. Ich hoffe, das war verständlich. Das war ein bisschen mit ein paar komplexen Konzepten versehen, die man verstehen muss. Schön, dass du dabei warst und ich hoffe, du bekommst deine Ex-Freundin zurück, wenn du das möchtest. Jetzt will ich nochmal kurz darauf eingehen, ob ich das für sinnvoll halte. Und ich halte das dann für sinnvoll, wenn man sich um diese Punkte kümmert, die ich eben erwähnt habe. Wenn man sich darum nicht kümmert und irgendwie beide Partner aus, oh nein, ich will nicht alleine sein, ich habe irgendwie Angst, aus diesen Motiven wieder zusammenkommen, dann halte ich das für sehr schlecht. Das stört nur deine persönliche Entwicklung und sorgt dafür, dass die Probleme wiederkommen und dann wird es einfach nur noch schlimmer. Das heißt, wenn du dich um diese männlichen Aspektsachen gekümmert hast, wenn du wieder in deinem eigenen Leben im Sattel sitzt, wenn du sagst, hey, mein Leben ist toll ohne diese Frau, wenn du diesen Punkt erreicht hast, wenn du das ehrlich sagen kannst, mein Leben ist auch geil ohne diese Frau, dann ist ein guter Zeitpunkt, diese Frau wieder in dein Leben einzuladen. Ansonsten solltest du deine Ex nicht zurückwollen, sondern dich erstmal um dich kümmern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Das nächste Video kommt wie immer am Donnerstag. Hier links neben mir kannst du den Channel abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Unter mir kannst du dir deinen mächtigsten Anziehungsschalter runterladen, die du kennen solltest, um deine Freundin zurückzugewinnen. Du erinnerst dich, Thema Anziehung war ganz wichtig. Unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle und das dir gefallen wird, wenn dir dieses Video hier gefallen hat, das dich auf dem Weg weiterbringen wird, auf dem du gerade bist. Schön, dass du hier bist. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin eine geile Woche, beziehungsweise geiles Wochenende. Ciao.